So, hallo, wir machen weiter bei Ori and the Will of the Wisps. Letztes Mal haben wir das Buddeln gelernt. Und das ist super cool. Also, ich liebe es regelrecht. Und da komme ich noch nicht durch. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal hier hoch. Und den Kollegen... Ja, das hat gut funktioniert. Und den Kollegen hier... Das hat auch gut funktioniert. Und den Kollegen hier da reinpfeffern. Zack. Perfekt. Okay. Ja, außerdem haben wir uns die Schockwelle geholt. Die habe ich mir einfach mal jetzt gegönnt. Na? Nachdem wir ja jetzt richtig viel Kohle auch eh mit uns tragen können. Oh. Also es ist wirklich insane, was alles möglich ist mittlerweile. Das wollte ich nicht. Ich wollte den Schalter umlegen. Sehr schön. Und wir sind hier auf dem besten Weg hin zu einem Boss, würde ich mal vermuten. Wahrscheinlich... Was könnte der Boss sein? Ein riesiger Sandwurm? Ist es oder ist es nur eine Flucht? Oder was wird es sein? Oder ist es erstmal ein Zwischenabschnitt, weil hier ist so ein Tor. Oh, ich glaube, da kommt noch ein richtiger Abschnitt. Oh, ich glaube, da oben ist noch gar kein Boss. Da kommt erstmal ein richtiger Abschnitt. Hoppala. Okay, hier geht's erstmal weiter. Ah! Nice! Ja, und wir haben richtig viele Energiezellen und Geisterzellen gefunden und alles Mögliche. Also, gerade ist es wirklich insane, was hier abgeht. Also, fortschritttechnisch. Und das freut mich besonders daher, dass als ich heute die Aufnahme gestartet habe, ja, war halt noch nichts an Fortschritt zu merken. Und jetzt ist halt, ja, jetzt ist halt richtig krass. Wir haben so viel schon erreicht. Wir haben diese Schimmelwälder abgeschlossen. Es ist insane. Mach dich weg. So. Was ist das hier? Okay, irgendwie kommt man da hoch. Ja. So kommt man da hoch. Oh mein Gott, wie geil. Ich liebe es, ne? Ich liebe das Movement, was damit möglich ist. Es ist so gut. Es ist so gut einfach. Oh, oh, okay, aua. Aua, hat ein bisschen wehgetan. Ah, lol, man startet bei dem Vieh, das ist ja ungünstig. Oh, muss ich das jetzt nochmal sammeln? Oh, das hat er nicht gespeichert. Wirklich? Na gut, jetzt aber, oder? Ich denke, er hat es nicht gespeichert, weil ich nicht zwischengelandet bin. Und dann hat er keine Möglichkeit gehabt zu speichern. Ja, das ergibt Sinn. Aber es ist gar nicht so einfach, da zwischen den Dingern zu bleiben. Wahrscheinlich soll man das gar nicht. Wahrscheinlich soll man warten eher. Ja, ich glaube, man soll ja warten. Ich habe das nicht so sinnvoll gespielt. Oh, das tut weh. Da wollte ich gar nicht hin. Oh, er schießt hier wieder, okay. Aua. Aber wo muss ich denn mit ihm hin? Ah.
Ist das jetzt wieder noch, muss ich das jetzt wieder einsammeln? Diesmal nicht, oder? Zumindest die Dinger müssten doch da sein, oder? Mann! Nein, es ist wieder weg. Oh, okay. Wieso speichert er das denn nicht? Hoppala. Ich dachte, der speichert so, wenn man mal also an so einer Stelle ist. Aber... Ah, jetzt hat er gespeichert. Jetzt habe ich das Symbol gesehen. Okay, never mind. Aber ich weiß halt noch nicht, wohin ich den jetzt lotsen muss. Hä? Was ist da passiert? Ach, das ist alles heiß gewesen, ne? Ups. Okay, never mind. Aber, also, puh. Okay, jetzt muss er es aber gespeichert haben, oder? Ich habe vorhin das Symbol gesehen. Ja, jetzt hat er es gespeichert, sehr gut. Mehr wollte ich doch gar nicht. Aber ich... Es kann doch nicht sein, dass man die Rakete bis hierhin durchnehmen muss. Nee, ist auch nicht so. Okay, für was braucht man die Rakete? Wo ist der Teil, den ich sprengen muss? Au! Na, das verstehe ich nicht. Wo ist der Teil, den ich sprengen muss? Aua. Also hier ist nirgendwo was, was ich sprengen könnte. Ist es dann einfach nur in dem Fall ein Hindernis und ich muss damit gar nichts machen? Kann natürlich sein. Ha, dann lassen wir das erstmal und vielleicht ergibt sich ja irgendwann noch was, was ich da tun muss. Ich weiß es nicht. Ich lasse es erstmal so stehen. Alter, die Atmosphäre hier, na. Okay, Checkpoint. Geil. Sehr schön. Also auch Teleport damit natürlich. Okay, damit sind wir dann dort, wo ich gemeint habe, es wird wohl zum Boss kommen. Ich bin sehr gespannt, aber ich vermute nicht mehr, im Moment vermute ich nicht mehr Boss, sondern Zwischenabschnitt. Wie bei diesem Brunnen, ne? Okay, ich kann das mal hier runter. Da ist auch wieder so ein Viech. Okay, aber den brauche ich jetzt wirklich. Oh je. Ja, und dann muss ich den noch mitnehmen. Uiuiuiui. Komm mit. Und jetzt ab dafür noch. Oh, oh mein Gott, ja. Geil. Da unten ist was.
Oh, nice! Der nächste Samen. Sehr, sehr geil. Ach, scheiße. Oh, der hat sich vorher ausgelöst. Geil. Leider. Oh mein Gott, ist das immer alles knapp. Geil, okay. Erstmal Gorlik-Erz absafen. Yo, was kommt jetzt hier? Wir sind da. Wir sind einfach da. Was kommt jetzt hier? Bosskampf oder Zwischenabschnitt? Zwischenabschnitt. Ja. Okay, irgend so ein Tempel. Na, dann bin ich gespannt, was hier auf mich wartet. Wir gehen ganz kurz noch hier hoch und gucken, ob wir... Ach, da geht's gar nicht hoch. Ich dachte, das ist Hintergrund. Huch, okay. Dann komme ich da nicht höher. Ist in Ordnung. Ja dann. Let's go. Der Weg öffnet sich erst, wenn das Herz weiß, dass es sicher ist. Vier Irrlichter müssen sich versammeln, um... Hier ist das Finale! Ja, moin! Hier ist das Finale. Ja, gut, dann bin ich da wohl ein bisschen bald. Das ist das, was damals der Vulkan war. Yo. Da oben ist noch was. Leck mich am Arsch, da oben ist noch was. Nein, okay, Moment. Stopp, wenn ich mich jetzt umbringe, lande ich wieder oben. Mit bisschen Glück. Nice. Okay, aber da oben ist noch was. Ach nee, das war nur meine Kugel. Aber hier, das wirkt so... Komme ich da noch irgendwie hin? Nee, ich glaube, da komme ich jetzt aktuell nicht hin. Nee, okay, wir lassen das. Ist in Ordnung. Wir sehen es ja auf der Karte, dass da noch was ist. Und dann ist jetzt aber auch gut. Okay. Cool. Ja, dann haben wir das jetzt hier aber auch erstmal geklärt. Dann kommen wir hier noch nicht weiter. Das ist aber voll in Ordnung. Dann gibt es hier jetzt auch nichts für uns zu tun. Und dann ist die Windwüste scheinbar der Weg zum Finale. Okay. Habe ich überhaupt gar nichts dagegen. Dann ist jetzt nur die Frage, was wir noch tun. Oder wo es weitergeht. Kann ich? Okay, wir probieren jetzt was aus. Kann ich unter Wasser jetzt auch diesen Wirbel nutzen, dass ich da schneller werde? Was ich sozusagen im Sand einsetze. Kann ich das unter Wasser auch einsetzen? Ich glaube fast nicht, aber ich weiß halt immer noch nicht, wie ich durch die Kisten durchkommen soll. Ich brauche irgendeine Fähigkeit, die mich unter Wasser schneller machen lässt. Nee, also hier geht nichts. Ich meine, Vorteil ist jetzt ja, ich kann unendlich schwimmen. Vielleicht muss ich ja wirklich einfach nur geschickt vorgehen, um da durchzukommen. Kann ja sein. Probieren wir es halt mal aus. Achso, hier komme ich ja auch dran vorbei.
Zwar nur mit Ach und Krach, aber ich komme dran vorbei. Hier war der Quolok. Der hat gesagt, hier, yo, oh, stopp, ich sehe was. Oh mein Gott, ich habe das... Ich glaube, ich habe da einfach was nicht gesehen, das eine Mal. Oh je. Hätten wir hier längst weitermachen können. Und ich bin einfach ein unfähiger Vollidiot. Nee, das habe ich geholt. Nee, das habe ich geholt. Nee, ich bin kein unfähiger Vollidiot. Hier geht's nicht weiter, ne? Also hier hochkomme ich, glaube ich, noch nicht. Weil das wäre natürlich auch ein interessanter Weg, wenn das möglich wäre. Aber es fühlt sich jetzt nicht so an, als ob ich da weiterkommen würde. So, ich komme hier rein. Aber dann ist halt Schluss. Oh, stopp! Sind in dem Wasser Blubberblasen. Ja. Ich mache dem keinen Schaden, ne? Aber theoretisch sind hier Blubberblasen. Wenn ich die ausgelöst bekomme... Weil der versucht, sich auszulösen, aber der löst sich noch nicht aus. Ich glaube, ich muss den kaputt machen dafür, kann das sein? Schieß mal, Freund. Hat gut funktioniert. Mein Gott, ich treffe nicht. Nice. Löst es jetzt die Blubberblase aus? Nee. Okay, was muss ich tun, um die auszulösen? Weil wenn da nämlich die Blubberblasen kommen, dann könnte ich hier hoch. Na, so ein Ding ist das. Jetzt ist die wieder da. Willst du mich verarschen? Aber die hat denn ja gar nichts... Oh, warte, doch! Ich hab's verstanden, ich bin dumm. Die muss wieder auftauchen, weil ich muss damit das Ding aufmachen. Komm, schieß nochmal. Ich bin dumm gewesen, schieß nochmal. Ich bin so dumm. Und jetzt kommen Blubberblasen raus. Und damit geht's weiter. Oh mein Gott. Ich bin so ein unfähiger Vollidiot. Das hätte ich längst alles haben können. Wir hätten hier längst weitermachen können. Das darf nicht wahr sein. Ja, okay, so nicht. Das muss natürlich gut getimed sein. Aber das ist natürlich wieder typisch, ne? Wir hätten längst weitermachen können. Oh Mann. Ah, fast. Okay. Kriegen wir hin. Das Witzige ist ja, ich bin in die anderen Gebiete gegangen, weil ich dachte, ich bekomme dort vielleicht etwas, was mich hier weiterbringt. Für Spieler, die das jetzt halt schon kennen, ne, die langen sich halt an den Kopf. Aber wir haben ja trotzdem Fortschritt gemacht, also es ist ja nicht so, dass wir nichts erreicht hätten. So, wir sind oben. Aber wir hätten diesen Abschnitt längst spielen können. Das ist der Punkt. Aber
Der große Vorteil ist, jetzt müssen wir uns ja keine Sorgen mehr wegen Wasser machen. Na? Lol. Das ist halt schon ein sehr großer Vorteil. Hoppala. Aber jetzt bringen mir die Blubberblasen auch nur noch was, wenn ich sie zum Springen nutzen will. Ansonsten sind sie völlig wertlos, weil ich brauche keine Luft mehr. Oh mein Gott, hier ist die Fähigkeit. Nicht die Fähigkeit, aber die nächste Quelle. Oh, wie komme ich daran? Ah, ich weiß wie. Komm her. Nice. Oh, aber ich komme hier noch nicht durch. Das ist Rückweg. Okay, okay, ich verstehe. Ich muss mal wieder den ganzen Weg außenrum gehen. Alles klar. Kriege ich gar keine Meldung, dass ich gerade Gorlek-Erz gesammelt habe? Nö. Okay. Ich muss doch bestimmt die Blubberblasen wieder... Ja. Um da ranzukommen. Muss ich die wieder umlotsen. Ja, und zwar mehrmals. Oh mein Gott. Ach du Schande. Können wir das irgendwie umgehen? Dreisprung vielleicht? Oh! Ja, nee. Werden wir nicht umgehen können. Okay. Dann muss ich die Dings wieder ausrüsten. Die Flattern-Fähigkeit. Okay, und zack. Nummer 1. Oh, aber ich glaube, die andere hole ich mir von oben runter. Das machen wir nicht so, wie ich gedacht hatte. Ja, okay, okay, okay. Da komme ich dann von oben ran, alles klar. Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich muss nochmal die Dings rüberziehen. Muss ich gar nicht. Kann ich mir einfach hier ganz gechillt holen. Oh, das ist viel angenehmer. Vielen Dank, dass das möglich ist. So, wie komme ich da hoch? Ah! Okay, da gibt es wieder das nächste Podest. Das interessiert mich jetzt aber gerade wenig. Habe ich vielleicht schon alle Dinger? Ach lol, ich habe schon alle. Ja, moin. Ja, dann geht's hier weiter. Oh, ist da der nächste Fähigkeitenbaum? Let's go! Speed unter Wasser. Speed oder Dash unter Wasser. Irgendwie sowas. Das brauchen wir. Angreifen unter Wasser. Das alleine schon. Yes! Yes, es ist genauso wie im Sand, nur halt jetzt im Wasser. Geil. Ja. Oh, es ist so gut. Jetzt kann ich auch selber unter Wasser. Oh mein Gott, es ist... Oh mein Gott, ich liebe es. Okay.
aber hier komme ich jetzt noch nicht durch. Wie mache ich das auf? Man weiß es nicht. Noch komme ich nicht ran, okay. Ah, ja moin. Okay, aber das ist die andere Seite. Ich glaube, da standen wir sogar schon mal, oder? Wenn ich jetzt auf die Karte gucke. Nee, da waren wir noch nicht. Never mind, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt, okay. Und jetzt kommen wir natürlich auch durch so Speed-Dinger durch. Also vorausgesetzt, wir sind nicht völlig unfähig. Dann kommen wir da durch. Wow, das war super knapp. Schnell Energie tanken. Okay, let's go. Okay, wo führt die mich hin? Hier hoch und dann. Und dann weiter hoch. Oh mein Gott. Let's go. Nice. Sehr geil. Dann haben wir hier, denke ich, jetzt alles gesehen, ja? Jetzt versuchen wir mal hier noch reinzukommen, weil das ist ja scheinbar in sich abgeschlossen. Das müsste jetzt doch auch möglich sein. Ach so. Ja, doch. Absolut. Absolut, easy. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass wir jetzt bei dem Upgrade-Typen im Dorf eine Fähigkeit bekommen, dass unser Unterwassersprint Schaden macht oder sowas. Irgendwie sowas könnte ich mir vorstellen. Ja, da komme ich leider noch nicht ran. Ah, hier sind 3 Millionen Blubberblasen. LOL. Keine Ahnung, wo das Viech hin soll. Mein Gott. Da ist ein Schalter. Also ein Dings für den Schalter. Okay, da geht auch irgendwas auf. Okay, hier ist auch irgendwas. Ah, das macht das Ding auf. Das ist doch schon mal was. Oh, okay, da muss ich hoch. Da ist der Schalter. Zack. Sehr schön. Dann geht das hier auf. Jetzt ein Abflug. Ist hier oben alles? Sieht gut aus. Dann kann ich hier runter. Ach, das hätte mich auch höher gebracht, okay. So, dann können wir jetzt wieder nach oben und hier durch. Sehr schön. Nice.
Prima. Dann haben wir das auch. Da, aber da oben ist doch auch noch irgendwas. Wie komme ich denn... Was hilft mir denn... Was nützt mir denn dieses Ding? Na, so nicht. Mann! Warum bin ich unfähig, dass ich da nicht rankomme? Das war zu hoch. Aber jetzt... Nein, jetzt nicht höher. Okay, und jetzt? Ah, für das Gorlek-Erz. Nice. Okay. Gut. Dann haben wir hier alles gesehen, oder? Ich habe noch nicht ganz verstanden, wofür dieses Schuss-Ding ist. Aber hier ist ja irgendwie nichts gewesen, was ich aufsprengen konnte. Ich würde sagen, wir schließen hier ab. Ich bin müde. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Nächstes Mal kommen wir dann zu diesem Ziel hier unten hin. Was sehr cool ist.